Hallo, es ist wieder soweit. Monty von Tabula Ludum. Und ja, es ist Zeit für die nächsten Kanal-News, die nächste Kanalinfo. Ich werde es ein bisschen umstellen. Ich möchte es für euch vielleicht ein bisschen interessanter gestalten. Mal sehen. Dürft mir dann auch gerne schreiben, ob es euch besser gefällt. Ich werde euch kurz ein bisschen was über die Spiele erzählen, die ich gespielt habe. Es waren in der Osterwoche doch einige. Und möchte euch dazu kurz meine Meinung sagen. Ja, und dann zum Schluss noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Fangen wir mal an. Das Schönste für mich, ich konnte endlich mal Altiplano spielen. Altiplano in der All-In-Variante, das heißt mit der Reisenden-Erweiterung. Mit Promoplättchen, Reiter und den sonnigen Tagen. Also wirklich all in. Und was soll ich sagen, einfach nur geil. Es ist ein richtig schönes Spiel. Haptik top, also macht auch optisch was her. Ja, es ist, manche haben gesagt, vom Aufbau her, die hätten sich lieber einen Spielplan gewünscht, den man aufhalten kann. Ich finde es so, wie es ist, nicht schlecht. Das ist stimmig, das passt zu dem ganzen Spiel. Das ist alles ein bisschen rund irgendwo. Sieht gut aus, macht wahnsinnig viel Spaß. Ist ein echt gutes Grüblerspiel. Hat das Backbuilding meiner Meinung nach wirklich top umgesetzt. Da macht es wirklich Spaß, das Backbuilding. Weil man trotzdem immer das Gefühl hat, man hat es im Griff. Ja, wenn man auch jederzeit weiß, was kommt da rein, was ist drin. Sehr schön gemacht. Also ein richtig tolles Spiel. Aber wie zu erwarten war, wir haben es das erste Mal gespielt. Wir haben den Reisenden noch nicht wirklich viel genutzt. Also ich habe mit dem Heiko gespielt. Der Heiko hat den Reisenden doch ein paar Mal verwendet. Und wir waren am Ende mit den Punkten relativ nah beieinander. Also es ist ein sehr ausgewogenes Spiel. Und viele Wege führen dann am Ende vielleicht zu einem Sieg oder auch nicht. Also am Ende machen es wirklich Kleinigkeiten aus. Ja, wunderbar. Was besonders schön war, ich konnte dann Montag den direkten Vergleich anstellen. Wir haben Orléans gespielt. Orléans allerdings in der Vanilla-Version, also ohne irgendwelche Erweiterungen. Aber auch da muss ich sagen, ein richtig tolles Spiel, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe schon viel gehört von wegen Optik und nicht ausgewogen, pipapo. Ja, es ist gegenüber Altiplano einfacher zu gewinnen, weil man eine gerade Strategie fahren kann und mit der sicherlich immer gewinnen wird. Ja, über die Punktefaktoren. Aber trotzdem, es macht wahnsinnig viel Spaß, ist ein schönes Spiel. Und für die Frage, ja, jetzt wie Altiplano, Orléans, beides Backbuilding brauche ich doch nicht. Kann ich euch beruhigen, ihr braucht beide, ganz klar. Also Orléans ist super, Altiplano ist super und beide miteinander zu vergleichen geht nur aufgrund der Tatsache, dass es der gleiche Verlag ist und Backbuilding hat. Aber beide funktionieren ganz anders. Für sich im Spiel. Man kann beide nicht gleich spielen, man muss für jedes seine eigene Strategie finden. Einwandfrei, kann man beide miteinander spielen, macht auch Spaß, die hintereinander zu spielen. Echt toll. Kann ich nur empfehlen. Ja, was hatten wir noch? Ja, als Absacker Sagrada ein, zweimal gespielt. Auch Sagrada gefällt mir wahnsinnig gut. Ich mag eigentlich keine Würfelspiele. Sagrada ist aber ein Würfelspiel, wo ich jederzeit sagen würde, boah, mache ich. Toll. Bin ich sofort dabei. Ist knifflig, man muss überlegen, ist aber nicht zu schwer. Ja, selbst in den sehr schweren Varianten schafft man es. Ohne weiteres. Und ist so ein richtig schönes. Oh, jetzt haben wir einen Kracher gespielt, lassen wir es auslaufen, spielen wir es da gerade. Kann ich euch nur empfehlen. Tolles Spiel. Sollte eigentlich überall da liegen. Jo, da hinten sieht man es. Flügelschlag. Ich habe jetzt alle Varianten durch. Solo-Variante bis rauf zu 5 Spieler. Und ich bleibe definitiv bei meiner Meinung. Flügelschlag ist ein gutes Spiel, keine Frage. Ist ein sehr wertiges Spiel, also der Inhalt in der Schachtel ist Feuerland typisch. Man ist es so gewohnt von Feuerland, top.
Ja, sehr gute Qualität, fässt sich alles gut an, sieht top aus, auch optisch. Die Vogelgrafiken und so weiter. Aber es ist für mich kein Kennerspiel. Definitiv kein Kennerspiel. Dafür ist es zu einfach. Dafür hat es zu wenig Spieltiefe. Warum bin ich der Meinung, dass es zu wenig Spieltiefe hat? Es ist immer das Gleiche. Ja, also die, wie viel sind es? Vier, fünf, ich glaube fünf Aktionen. Mehr ist es nicht. Und auch was die Vogelkarten angeht, es sind zwar wahnsinnig viele Vogelkarten, ich glaube 170, 180 Vogelkarten, aber die Varianz der Aktionen der Vögel ist schon sehr gering. Ja, also entweder ist es ja, Würfel, die außenliegenden vom Vogelhäuschen ausliegen, Würfel nochmal und nimm da, wenn das und das kommt, entsprechend die Nahrung. Zieh eine Karte, wenn der und der Wert unterschritten ist, schieb sie unter deine Karte drunter, zieh zwei Karten, schieb sie drunter. Das ist immer das Gleiche. Ja, und wenn man das zwei, dreimal gespielt hat, dann ja, ist es gut. Dann war es das. Für mich eher ein Familienspiel. Man kann das sehr schön mit ja, nicht ganz zu jungen Kindern spielen, weil ja viel Text auf den Karten auch drauf ist, der zu lesen ist. Aber ich sag mal so, in dem Bereich ja, 8, 9, 10 Jahre macht es durchaus Sinn. Die Kinder lernen ein bisschen was dabei. Und das ist ein leichtes, ein seichtes Spiel, um da reinzukommen in diese ja, Worker Placement-Spirale. An der Stelle finde ich es nicht schlecht. Aber dieser Wahnsinns-Hype von wegen, ja, wenn ich eins gespielt habe, muss ich sofort wieder eins spielen, kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Es ist einfach so. Okay, ich mache noch eine Vorstellung von Flügelschlag. Klar, ich werde euch auch das Solospiel präsentieren. Aber das war es dann auch für mich. Ich werde es mir sicherlich nicht kaufen. Und wenn es in der Gruppe angeboten wird, komm, wir spielen Flügelschlag. Kommt darauf an, was noch dabei ist, ob ich da dann mitspielen werde oder nicht. Ist leider so. Jo, was hat man noch auf dem Tisch? Ein Kracher auf Wunsch, Madeira. Da komme ich in Schwärmen. Madeira ist einfach geil. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Es hat wahnsinnig viel Varianz drin. Es hat extreme Spieltiefe. Die ständige Jagd, das ständige Überlegen, wie bekomme ich die Rohstoffe hin, um meine Schiffe zu versorgen, um meine Arbeiter zu versorgen, um das Spielziel zu erreichen, um Punkte zu kreieren. Das zieht sich über, je nachdem, wie viele Mitspieler, über 3 Stunden, 3,5 Stunden hin. Und man hat keine Sekunde, in der man nicht überlegt und grübelt, was muss ich jetzt tun? Ja, man muss unter Umständen reagieren, wenn eine der Personalaktionen voll ist, also kein Würfel mehr rein kann. Was mache ich denn jetzt? Das hätte ich unbedingt gebraucht. Gibt es einen anderen Weg, wie ich doch dahin komme? Wahnsinn. Ja, nach 3, 3,5 Stunden ist es wirklich so. Der Kopf ist leer. Ja, man hat sich da 100% auf das Spiel konzentriert. Es ist so, ich kann schon fast sagen, es ist befreiend am Ende. Ja. Man ist leer, man ist ausgepowert, man ist richtig zufrieden, ja, wie wenn man einen Sport gemacht hätte. In dem Fall Gehirnjogging. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr es irgendwo kriegt, Madeira, zieht euch das rein, spielt es mal, das ist der Wahnsinn. Ja. Aber ihr müsst natürlich diese Heavy Euros mögen. Und das Ding ist wirklich schwer. Okay, Madeira. Was hatte ich noch? Boah, die nächste Enttäuschung. Lama. Ich weiß es nicht. Leute, warum gibt es über dieses Spiel einen Hype? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich spiele lieber Uno, ganz ehrlich. Es macht wenig Sinn. Ja, das ist ein leichtes Spiel. Null Spieltiefe, null Strategie drin. Ich ziehe meine Karten, ich knall die Karten raus. Das ist immer das Gleiche, die Reihenfolge der Karten. Und auch der Tick dahinter, wie ich spiele, ist immer gleich. Wenn ich das einmal drin habe, das ist immer wieder das Gleiche. Entschuldigung, nee, kann ich nicht verstehen. Also dann lieber Flügelschlag, ganz ehrlich. Lama ganz unten auf der Karte. Wenn so ein Spiel nominiert wird für Spiel des Jahres, dann weiß ich echt nicht mehr. Leute, das geht nicht. Ehrlich nicht. Nee, nicht raus. Möchte ja gar nichts weiter zu sagen. Werde ich auch sicherlich nicht mehr spielen. Hundertprozentig nicht. Es macht nicht einmal Spaß. Ja, also bin ich raus. Gehen wir gleich zum nächsten sehr erfreulichen Spiel, Underwater Cities. Ich glaube, man sieht es hier auch im Hintergrund. Genau, Underwater Cities. Neu bei mir reingeschneit.
habe natürlich gleich Solopartie gespielt. Nächsten Tag, weil es so geil war, die nächste hinterher, nicht gleich die nächste, weil man doch gute 2, 2,5 Stunden spielt, wenn man alleine spielt, das erste Spiel, um da reinzufinden. Ja, und dann am, wann war es, Freitag, jetzt vergangenen Freitag, mit dem Heiko zusammen. Und das ist geil, ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Ticken über Madeira reinkommt. Aber eins meiner Highlights 2019, ich bin echt froh, dass ich mir das Spiel besorgt habe. Es war eigentlich ein Zufallskauf, weil es gerade günstig zu haben war. Und ein Solo-Variante. Und jetzt, das ist echt der Hammer. Also, irre. Das Thema an sich, ja, kann man sich darüber streiten. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, so unter Wasserstadt bauen. Aber das alleine ist es ja nicht. Ja. Das ist eher wirklich ein Grüblerspiel, die Aktionen auf dem Brett zusammenbringen mit den Aktionen der Karten und sich dadurch eine Engine aufbauen, die über die leider nur drei Produktionsphasen so viel Ressourcen erzeugt, dass man am Ende gewinnt. Ist echt der Wahnsinn. Ja. Sehr wertiges Spiel auch, was die Materialien angeht. Die Karten sind sehr schön gemacht, gezeichnet. Dadurch, dass ich in jeder Epoche einen eigenen Kartenstapel habe, passiert es auch nicht, dass ich am Ende zu Karten auf der Hand halte, die eigentlich keiner mehr braucht, die ich eher am Anfang benötigt hätte. Und aufgrund der Menge der Karten, das reicht für 20, 30 Spiele und man hat noch nicht alles durch, hundertprozentig. Also die drei Partien, die ich jetzt gespielt habe, waren alle drei dermaßen unterschiedlich, vom Anfang bis zum Ende. Genial. Kann ich euch empfehlen, das müsst ihr euch reinziehen. Ah, was hatte ich noch? Muss ich auf die Liste gucken. Oh, Robinson Crusoe. Meine Güte, da muss ich mich erstmal bei euch entschuldigen. Ich hatte ja einen Livestream angekündigt. Ihr werdet lachen, wir waren zu dritt hier gesessen und haben den Livestream abgehalten. Lief gut, habe mich gewundert, dass es keine Zuschauer gab. Und hinterher musste ich dann leider feststellen, irgendwas hat nicht funktioniert. Ich habe hier zwar den Livestream auf dem Rechner laufen gehabt, es gab keine Fehlermeldung, auf YouTube kam der nicht an. Dummerweise hat es mir, ich muss nochmal meinen Rechner durchforsten, aber auch das Video nicht aufgenommen. Naja, werde ich wohl wiederholen müssen. Macht aber nichts. Wir haben alle drei Robinson Crusoe das erste Mal gespielt. Man braucht sehr lange, um das Ding aufzubauen. Es ist sehr viel Inhalt. Es ist erstmal, wenn man das erste Mal reinschnuppert, ein bisschen kompliziert, was die Zusammenhänge angeht. Aber je weiter man ins Spiel reinkommt, je länger man es spielen kann, desto einfacher wird die Verzahnung, weil man das dann alles schon weiß. Und am Ende hat es uns dermaßen viel Spaß gemacht, dass wir da auf jeden Fall eine Serie draus machen. Wir haben das erste Szenario gespielt, den Schiffbrüchigen, haben es auch geschafft, ja, und zwar in der 10. Runde von 12 Runden. Waren zwischendrin, vor allem in der Anfangsphase, mal kurz drauf zu sagen, oh weh, jetzt nächste Runde stirbt einer der Charaktere, dann wäre das Spiel ausgewiesen. Konnten uns aber dann über die Mechaniken, über das Verstehen der Mechaniken in dem Spiel retten und haben es durchgezogen. Richtig toll, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, schade, dass ich jetzt kein Video davon habe, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Es wird es noch geben. Das erste Szenario Robinson Crusoe und garantiert auch weitere Szenarien. In welchem Rhythmus weiß ich noch nicht. Aber auch das, wer kooperative Spiele mag und vor allem so ein bisschen Grübler-Abenteuerspiele, der sollte sich das echt besorgen oder mal irgendwo mitspielen. Tolle Sache. So, was habe ich noch auf dem Zettel? Oh, Looney Quest. Eieiei, Looney Quest. Ja, meine Tochter hat sich das gewünscht. Wir haben es zu viert gespielt, zu dritt gespielt, zu zweit gespielt. Das letzte Mal jetzt zu viert. Das ist einfach der Wahnsinn. Also wer wie ich aus der, ich sag mal, C64 Amiga-Generation kommt und dort schon gern Jump'n'Runs gespielt hat, der fühlt sich da richtig schön reinversetzt. Das ist Looney Quest, wer es nicht kennt, im Prinzip eine Umsetzung eines Computer-Jump'n'Runs auf Brettspielniveau. Ja, ich habe verschiedene Welten, ich habe verschiedene Level, ich habe Endgegner, es wird also immer schwerer. Und echt der Wahnsinn. Für Kinder geeignet, in den höheren Leveln, auch am Anfang schon, durchaus aber auch für Erwachsene sehr anspruchsvoll. Ich mache dazu ein Erklärvideo und ja, ich werde sicherlich auch mal ein Spiel aufnehmen und dann dürft ihr euch das anschauen. Nicht verpassen, richtig geiles kleines Spiel, zieht es euch rein. Was hatte ich noch hier hinten?
Sehe das? Nee, sehe das nicht. Das ist hier unten vor den Toren von Luoyang. Uwe Rosenbergs Vergessene Werke. Nee, ist Quatsch. Aber eher ein nicht ganz so bekanntes von Uwe Rosenberg. Ein Spiel, das sehr leicht daherkommt. Also es wiegt fast nichts, ist auch nicht viel drin in der Schachtel, die hätte kleiner sein können. Aber nichtsdestotrotz hat es umso mehr Spieltiefe. Ein Grübler-Ding der übelsten Sorte. Es ist wirklich nicht leicht, mit wenigen Ressourcen am Ende viel Geld zu verdienen, also Aufträge zu erfüllen und in der Ansehensleiste nach oben zu wandern. Werde ich euch auch noch eine Erklärung zu liefern. Wunderbar, echt toll. Ein Spiel, was wir jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Und ja, das kommt eher selten vor, dass man es öfter spielt. Also Spiele öfter spielt, weil es zu viele neue gibt, weil es zu viele interessante gibt. Aber das ist eins davon, das war schon öfters auf dem Tisch. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich mal an, seht ihr, doch, man sieht es hier, Agricola, an den Solo-Modus Agricola gewagt. Jetzt noch nicht mit der Moorbauern-Erweiterung, die ich auch da habe, sondern Vanilla, also das nackte Spiel. Und ja, Agricola, wer kennt es nicht? Ich glaube, das ist so ziemlich das bekannteste Spiel, nicht nur von Uwe Rosenberg, sondern allgemein das bekannteste Spiel. Ja, geil, hat Spaß gemacht. Ich habe den direkten Vergleich zu Caverna, ich durfte es ja auch schon mal spielen. Man sagt jetzt ja, wer Agricola hat, braucht Caverna nicht und umgekehrt. Leute, könnt ihr vergessen, das sind zwei ganz andere Spiele. Die Mechanik dahinter ist sicherlich die gleiche, ja, aber bei Uwe Rosenberg fast bei allen Spielen, ob ich jetzt Aller Erde habe oder irgendein anderes. Von ihm, das ist immer ähnlich, dieses Worker Placement, das Farmen von Ressourcen. Und das ist auch hier so. Ja. Aber beide spielen sich unterschiedlich. Und ich sag's euch, Agricola ist der Wahnsinn, ist sauschwer. Wenn ihr da am Anfang einen Fehler macht, könnt ihr das Spiel gleich wieder zupacken. Ja, es wird Fehler, vor allem am Anfang, Fehler nicht verzeihen. Aber auch ein tolles Ding und macht auch im Solo sehr viel Spaß. Muss man sehen, dass ich das jetzt mal mit, ja, weiß nicht, zwei, drei, vier Leuten spielen kann, fehlt mir auch noch. Ja, und zum Schluss, Viticulture mit der Tuscany-Erweiterung, also die Essential Edition, klar, nicht die alte, Urvariante. Und da habe ich mich mal an das erste Solo gewagt, weil ich da eine kleine Serie draus machen möchte. Viticulture hat ja den Automa erfunden quasi, also es war, denke ich, das erste Spiel, bei dem der Automa zum Tragen kam. Und spielt sich sehr gut im Solo, macht sehr viel Spaß. Und die haben einen Kampagnenmodus drin. Es gibt 7 oder 8 Kampagnen, Szenarien, die man nacheinander wegspielen kann, die auch immer schwerer werden. Und ja, die möchte ich euch natürlich in der Serie präsentieren. Deswegen hatte ich da die erste Solo-Runde. Und wie auch schon damals zu, wie haben wir gespielt? 1, 2, 3, 4, zu 5 haben wir gespielt. Hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, sehr variantenreich, tolle Sache. Ich habe auf eine Empfehlung hin mir jetzt noch die Besucher aus dem Rheingau besorgt, einfach weil der Austausch der Sommer- und Winterbesucher mit denen aus dem Rheingau das Spiel noch ein bisschen spielbarer macht. Die Karten, die einen quasi ohne Weinerzeugung gewinnen lassen, fallen da raus. Macht es ein bisschen runter. Muss ich aber noch testen, habe ich noch nicht integriert, kamen jetzt erst. Ja, das war die Übersicht über die Spiele. Jetzt muss ich mal durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Spiele waren es am Ende. In einer Woche. Oh, nicht schlecht. Guter Schnitt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was war noch ein bisschen? Kommen wir mal zu den Dingen in eigener Sache. Cosim-Bereich ist nicht eingeschlafen, aber aufgrund der vielen Neuzugänge bei mir und vielen Möglichkeiten mit anderen zu spielen, ist es ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich habe mir aber. Bin dann noch dabei, mich in, man sieht es ja auch, Omaha Beach ins Solitärspiel einzuarbeiten und habe mir jetzt parallel dazu, weil es ein günstiges Angebot war, das erste 1 bis 4 Spieler Cosim besorgt und zwar Conflict of Heroes, Prize of Honor. Ich bin gespannt und wird wahrscheinlich nächste Woche irgendwann bei mir eintrudeln und da wird es dann auch sicherlich wieder ein Video im Tagebuch dazu geben. Also nicht denken, ich mache das nicht weiter, auf keinen Fall, aber es ist gerade ein bisschen viel neben Arbeit, Kind und allem. Ja, und wenn ich schon mal Möglichkeit habe, mit mehreren Personen andere Spiele zu spielen, muss ich das durchziehen. Ich habe sonst nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen, Cosim geht weiter. Jo, was habe ich noch gemacht? Ah ja, BerlinCon. Ja, der Termin rückt ja immer näher im Juli. Hotel ist gebucht, Karten sind besorgt, ich werde mit dem Heiko hinmachen.
Ich habe zwar keine offizielle Akkreditierung, ist aber nicht schlimm an der Stelle. Ich werde euch trotzdem so ein kleines Video zusammenschneiden von den Eindrücken dort, wie es dazu geht, was ich erlebt habe, wen ich vielleicht getroffen habe. Ja, aber das wird natürlich dann erst im Ende Juli bei euch aufschlagen. Nur, dass du da schon mal Bescheid wisst, BerlinCon, ich bin dabei. Was habe ich noch? Ja, muss ich kurz ablesen. Ich habe noch zwei regionale Termine und zwar die Spielegruppe in Bayreuth aus der ESG, bei der ich häufiger zu Gast bin und mitspiele, hat zwei feste Termine. Am 10.05. gibt es den Pegasus Spieleclub-Tag. Klar, erklärt sich von selbst. Pegasus Verlag steht in erster Linie auf dem Programm. Mal sehen, 10.05. Ob ich Zeit habe, werde ich sicherlich dabei sein. Und ganz interessant, am 8.6. Findet auch in der ESG in Bayreuth ein langer Spielesamstag statt. Da geht es Mittag schon los und ja, Open End. Mal gucken. Aber wird sicherlich interessant. Ist immer einiges los. Coole Leute da, macht Spaß mit denen zu spielen. Deswegen, wenn es klappt zeitlich, da werde ich auch sein. So, und jetzt genug gelabert, waren 20 Minuten. Mal eine sehr lange News, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Jo, dann, ich wünsche euch noch was. Schaut euch meine anderen Videos an, lasst mal ein Like da, abonniert mich, besucht mich auf www.tabularludum.de, meine Website, die auch noch im Aufbau ist. Ist noch nicht so viel zu finden, aber es wird langsam. Und ja, klar, auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich werde versuchen, das Problem zu lösen mit dem Livestream. Und ja, der nächste Livestream findet auf jeden Fall dann wieder statt. Ich werde ihn ankündigen. Und ja, ich hoffe, diesmal klappt es dann auch. So, habe die Ehre. Viel Spaß noch. Ciao.